Rekorden und jetzt das Intro. Hau rein. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Eintracht Frankfurt Podcasts. Ihr merkt, der René ist mal wieder nicht da, der alte Schlingel, der lässt sich, ja, wie soll ich sagen, er lässt sich irgendwie krank schreiben. Naja, ist er ja nicht, er ist nicht krank, er ist nur anderweitig verhindert, der Lurch. Aber gut, trotzdem bin ich sehr froh, dass an meiner Seite zum einen der Basti ist. Hi. Gute. Und der wunderbare, einzigartige, manchmal auch etwas sonderbare, nein, Spaß, der Dennis. Hi. Ja, servus, hallo. Danke, Marvin, ja. Das mit dem Sonderbar wirst du nicht mehr los. Ja, aber das weißt du, der einzige Grund ist, es reimt sich so gut. Ich meine, gut, wobei ich kenne ihn ja schon lange genug. Nein, alles gut. Genau, Insiderwissen, was man auch nach einmal mit mir mehrere Stunden verbringen und man wird die gleiche Meinung wahrscheinlich teilen. Wahrscheinlich schon. Ich kann mir zumindest auch was drunter vorstellen. Wir haben uns auch schon zu oft gesehen, Basti. Ja. Gut, aber weil, ich sitze ja auch in einem Glashaus, also von daher ist immer bei mir und Dennis ist immer ganz gut, am nächsten Tag erinnert sich keiner von beiden. Oh ja, das wäre gut. Da kann auch nichts Schlimmes passiert sein. Ja, nee, da jetzt kommen keine komischen Stories auf. Ja, nein, aber kommen auf wir zum Fall. Eigentlichen. Wir kommen zum Eigentlichen, zum Grauseligen, zum 0:3 in Leverkusen, das war eine bittere Klatsche. Das war echt übel, ja. Obwohl man ja noch dieses super Gefühl hatte, da geht auch mal und jetzt machen wir nicht den Aufbaugegner für die Leverkusener. Und wie kommt es, man fällt in der 5. Minute erstmal das Tor von Chicharito, glaube ich. Mhm. Das war natürlich dann schon, war leider nicht unbedingt, auch insbesondere über das ganze Spiel hinweg, die Defensivleistung, die wir gewohnt sind. Lag natürlich auch an den verletzungsbedingten Umstellungen. Hector rein, wie heißt er denn, unser guter Abraham raus, hat der Abwehr definitiv nicht gut getan und der Stabilität. Und ja, da war nach 5 Minuten natürlich schon gleich etwas Ernüchterung wieder da, zumindest bei mir. Wie war es denn bei euch? Basti? Ja, ich weiß nicht. Ich will es ganz runterbrechen. Basti ist nebenbei ganz dezent. Ich habe gehofft, dass du noch was sagst, Marvin. Ja, ich habe es gemerkt. Bei mir dauert das Essen ein bisschen länger zur Zeit. Ah ja, okay. Was wollte ich denn sagen? Nee, ich will es gar nicht auf die Personalie Abraham runterbrechen, aber gefühlt muss ich sagen, dass es schon so ist, dass wenn Hector drin ist, ich kein gutes Gefühl habe. Wir haben das, glaube ich, schon vor ein paar Wochen mal gesagt, dass man bei ihm für ein Spiel ein gutes Gefühl hat oder für zwei auch, aber dass, wenn er länger drin ist, dass man denkt, nee, bitte lieber nicht. Und das bestätigt sich so ein bisschen, weil er teilweise schon, ja, wie soll ich es nennen, so ein bisschen tollpatschig agiert, sag ich mal. Du hast manchmal bei ihm das Gefühl, der weiß nicht ganz genau, wo er gerade ist. Ja. Ich will ihm jetzt nicht, diesen Jamaika-Vergleich und was sich dann alle denken können, will ich jetzt gar nicht bringen. aber ich glaube, ich weiß. Aber er wirkt auf jeden Fall manchmal so. Ja. Als wäre er nicht so ganz da. Und ich glaube, das ist für die Eintracht, die darauf angewiesen ist, dass in diesem strikten System, was die Eintracht hat, was sie auch erfolgreich gemacht hat, wenn da einer dabei ist, der so ein bisschen runterfällt, dann bricht das alles zusammen. Und dann passieren solche blöden Sachen. Und ich weiß nicht, Marvin hat es Klatsche genannt. Ich muss trotzdem unterm Strich sagen, ich fand die Niederlage in Leverkusen trotzdem fast ein bisschen unglücklich, ehrlich gesagt. Weil die beide scheiße waren. Also da hast du vollkommen recht. Also Klatsche ist auch wirklich wahrscheinlich ein zu hoher Begriff. Man muss sagen, die Eintracht kam auf jeden Fall nicht an ihr Leistungsniveau. Und ich habe relativ viel, Kritik einstecken müssen dafür, dass ich gesagt habe, dass mir Hector nicht gefallen hat. Also ich fand, dass Hector ein Schwachpunkt war. Also dabei bleibe ich trotzdem auch, dass er der Abwehr nicht geholfen hat. Ja, ich finde, er ist halt kein Sicherheitsfaktor. Er war eher jemand, der in dem Konstrukt, was nicht hundertprozentig funktioniert hat, einer derjenigen war, die dem Ganzen keine Stabilität gegeben haben. Ich denke, was man sagen muss, ist, dass die Mannschaft generell, und es ist nicht nur bei Hector, Gacinovic war ebenfalls kaum präsent, Barkok war nicht da, Chandler Kipka und war Katastrophe, genau, auf der Seite, gerade bei dem, genau, vor dem 3-0, die Situation mit Bellarabi, oh mein Gott, was lässt er sich da abkochen? Also das ist schon hart. Also das waren definitiv, wie du sagst, waren nicht mal bei
90% und bei so Spielen kommt es eben darauf an, dass du 100 oder 110% gibst und das, da waren sie meilenweit von entfernt. Das ist halt auch genau der Punkt. Ich denke, man muss halt hier konstatieren, dass die Mannschaft definitiv nicht an ihr Leistungsniveau kam. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass das Pokalspiel auch ein paar Kräfte gekostet hat. Das war zwar ein Zweitligist, aber definitiv kein schlechter Zweitligist. Wenn du überlegst, was wir da irgendwie auch erlitten haben, sage ich mal kurz vorher, dann noch irgendwie vor Ende noch ein Elfmeter, zum Glück nicht kassiert, den hat ja Radetzky noch gut gehalten. Aber es hat halt auch blöd angefangen. Ich meine, in der 5. Minute, wenn du dir die herausragende Vorarbeit von dem Kai Havertz anschaust und Chicharito wächst wieder zu alter Größe, ja, das ist natürlich ein blöder Start. Dann hast du die Möglichkeit, irgendwas 1:1 zu machen, dann kriegt Gardinovic aber das nicht so richtig hin, wie es hätte sein müssen. Du hattest ja die Möglichkeit, wer weiß, wie das durch ein 1:1 dann anders gelaufen wäre. Die Mannschaft ist für mich trotzdem nicht zusammengefallen. Stimmt, auf jeden Fall. Ja, das sehe ich auch so. Ich sehe das auch so. Also es war so ein bisschen ärgerlich. Also ich fand es ärgerlich, weil ich hatte wieder dieses Oldschool-Retro-Eintracht-Gefühl, wo du der Mannschaft gerne zuschreiben würdest, ey Leute, die sind auch scheiße, die sind richtig grottig. Ja. Und ich glaube, dass du in Leverkusen hast du es gemerkt, aber in dem Stadion war kaum was los. Ich glaube, die hatten mit ihren Fans auch echt Probleme. Mhm. Und dann ist natürlich der Worst Case, was hier passieren kann, dass du so ein Tor kassierst, was ja jetzt auch nicht unbedingt rausgespielt war von Leverkusen. Das war ein Fehler von uns im Endeffekt. Ja. Also das war gut, Havertz hat es natürlich gut gemacht, aber trotzdem darf das Tor so nicht fallen. Das darf nicht passieren, nein. Und ich glaube, das hört sich auch flach an, aber ich glaube, umso länger das Spiel dauert, umso mehr hätte es der Eintracht in die Karten gespielt. Die Zuschauer wären vielleicht unruhiger gewesen. Dieses ganze Spiel, wenn das stattfindet und es steht nicht 1-0, sondern 0-0, dann ist es ein anderes Spiel. Das ist jetzt blöd, hypothetisch und ja, das Leben findet leider nicht im Konjunktiv statt. Ich finde trotzdem, muss man Eintracht zugutehalten, dass die, wie der Marvin gesagt hat, die ist nicht eingebrochen, obwohl die echt viel Pech hatten und die auch nicht ihren besten Tag hatten. Und was ich jetzt positiv anmerken muss, und trotzdem hatte ich das Gefühl, eigentlich wäre da was gegangen. Es ist nicht diese typische, wir hatten auch Spiele schon irgendwo auswärts in Leverkusen auch mit Sicherheit, wo du denkst, gut, die Eintracht, das ist zu hoch für die Eintracht. Und was man ja mal positiv, einen positiven Ansatz finden kann, ist ja, dass wenn du dich ärgerst, ja, dass du in Leverkusen verlierst, weil du das Gefühl hast, es wäre was drin gewesen. Mhm. Anders hättest du ja früher gar nicht das Gefühl gehabt, okay, Leverkusen, müssen wir eh verlieren. So hat es mich trotzdem geärgert, weil ich Leverkusen auch echt schwach fand. Und umso ärgerlicher war es, aber wir haben ja schon ein paar Gründe probiert zu finden. Die meisten Spieler haben ihre Form nicht erreicht und ja. Du siehst halt was hin. Das haben wir aber auch schon gesehen, als Hasebe einmal ins Mittelfeld gerückt ist. Da wurde das plötzlich auch alles instabiler. Also die drei da hinten, denen darf echt nichts passieren. Das ist richtig. Und du merkst halt das Fehlen von Abraham. Das ist halt jemand, der diesen ganzen Haufen da auch echt zusammenhält. Und wenn der wegfällt, dann ist das einfach problematisch. Was mir übrigens noch aufgefallen ist, ist einfach, dass die Kreativität im Mittelfeld irgendwie schon leidet. Also Gacinovic kommt da nicht an sein Niveau, du hast Fabian, der nicht spielen kann und irgendwo ist es halt dann einfach so, dass Barkok, der natürlich, dem will ich da gar keinen Vorwurf machen, das sind seine ersten Bundesligaspiele, die er momentan hier bestreitet, der ist am wenigsten gefordert, aber er kann diesen, er kann den gordischen Knoten auch nicht durchbrechen, um es mal so zu sagen, und es war zumindest gegen Leverkusen eher gelähmt, sah nicht gut aus. Das sind ja aber auch, im Endeffekt, ich werfe das den Spielern aber gar nicht vor. Nö, das ist halt einfach so. Weil das ist, weil die Personaldecke so dünn ist und die beiden Spieler haben dort, wo sie spielen, eigentlich auch nichts verloren. Das ist ja genau der Punkt. Ich habe auch im Eintracht-Podcast gesagt, das ist halt mit heißer Nadel gestrickt, der Kader der Eintracht. Und du merkst halt, dass die zweite Elf, wenn die dann mal gefordert ist, einfach nicht gleichwertig ist. Und außerdem kam halt nicht jeder an sein Leistungsniveau. Ich glaube jetzt, würden wir am Samstag jetzt gegen Leverkusen spielen, würde es wahrscheinlich auch wieder anders aussehen. Ja, aber da hatten einige Spieler halt irgendwie ein Spiel in den Knochen zusätzlich. Aber es kam halt auch nicht so was in Bewegung, wie du es dir so normalerweise erhoffst. Und dann ist halt das Problem, dass die Chancen, die wir haben, dann dementsprechend auch nicht genutzt werden. Trotzdem muss ich sagen, also ich weiß, der Hushti war ja eh, der wäre ja eh jetzt noch verletzt gewesen und so, aber mich bekommt immer noch ein komisches Gefühl, wenn ich daran denke, dass wir jetzt noch weniger Alternativen in den nächsten Wochen haben. Es wird definitiv nicht einfacher, aber gerade, du hast es richtig angesprochen, dir hat die Frische gefehlt. Was du auch gut angesprochen hattest, Marvin, war das mit den zwei Chancen, die wir ja wirklich noch hatten in der ersten Halbzeit, um auszugleichen. Ich glaube, der eine Roller von Gacinovic, der eigentlich aus wirklich, wirklich sehr guter Position dann natürlich nur noch so ein Schüsschen aufs Tor bringt. Mhm. Und diese, ich glaube, es war Hagota, der im Endeffekt an Leno scheitert, der da perfekt noch Reflexe zeigt auf der Linie. Es ist natürlich ärgerlich, dass dir dann auch so ein bisschen die,
der letzte, das letzte Quäntchen Glück ist vielleicht ein bisschen falsch, sondern auch die letzte Abgezocktheit, da dann das Tor zu machen, weil ich bin da voll auch auf Bastis Seite, da hätte das Spiel eine andere Wendung genommen, auch wenn Konjunktiv und so weiter. Mhm. Das war natürlich ärgerlich, da waren sie natürlich noch mehr aufgebaut. Du hast das Problem, du hattest natürlich dann auch nicht mehr viel, und da bin ich voll auch auf deiner Seite, Personaldecker auf der Bank. Ein Blum war anscheinend auch noch keine Alternative, sonst hättest du den ja vielleicht gebracht. Ja, weiß ich nicht, Tarasay war für mich eine absolute Enttäuschung. Oh, das war schlecht, das war bitter. Das war wirklich gar nichts. Oh, das fand ich, also das war, glaube ich, vielleicht die größte Enttäuschung. Es ist auch sehr, relativ hoch gehangen. Ich meine, der gut kommt rein, was soll er machen? Aber trotzdem, das war echt, also der war ein kompletter Fremdkörper, oder? Totalausfall. Also meiner Meinung nach hättest du an der Position gerne mal, oder lieber Danny Blum oder, ja, ich weiß nicht, Wolf war, glaube ich, auch auf der Bank. Ja, oder theoretisch hättest du fast eher Tavata mit reinbringen können. Ja, keine Ahnung, hättest du da noch taktisch was probieren können. Aber Tarasay, gut, das weiß man immer erst nachher. Wenn du es nicht probierst, dann haben wir immer gut reden, ja. Aber Tarasay war ein absoluter Fremdkörper in dem Spiel. Also er hat sich damit nicht für weitere Partien empfohlen, um es mal vorsichtig zu formulieren, ne? Da stand es aber, glaube ich, schon 2-0. Ne? Da stand schon 2-0, aber trotzdem, du bei 66. Minute gewesen. Das heißt, du hast noch mehr als 20 Minuten, um zumindest nur mal einen Tick ranzukommen. Aber das war an dem Tag auch nicht der Fall. Man muss aber auch ganz klar sagen, Leverkusen hat auch gut gespielt. Die haben das Ding dann relativ gut runtergespielt. Ein Bender in der Zeit, in der er gespielt hat, war gut. Das sind auch so Partien, ich meine, der muss auch mit der dauerhaft spielen, und die kamen alle eher mal an ihr Leistungsniveau als halt bei der Eintracht. Ich meine, so ein Brandt, Havertz auch, selbst Bellarabi, wobei bezüglich Bellarabi muss ich sagen, da haben wir jetzt eben, ich weiß nicht, ob ihr schon in den Chat geguckt habt, von Bier Ernst, der hat da so ein Bild beziehungsweise ein kleines GIF uns geschickt, bei einer Szene, die ich so gar nicht gesehen habe, und zwar gab es eine äußerst unfaire Situation, wo Bellarabi einen Spieler der Eintracht noch gehalten hat und Hector in die Eier gehauen hat, also in die Eier gegriffen hat. Also das ist mir eine Szene, die habe ich davor gar nicht gesehen, habe ich jetzt erst so mitbekommen. Also Bellarabi ist auch nicht unbedingt immer der fairste Spieler, ne? Ja. Stimmt, hatte aber auf jeden Fall mal einen ganz guten Tag gehabt, denn die Vorbereitung und auch das Tempo waren ja schon wieder, gerade auch die Aktion vom 3-0 an Oczipka vorbei, das war natürlich schon wieder, wo du sagst, das ist tatsächlich mal wieder ein Bellarabi, der auch einen Mehrwert für Leverkusen bringt und nicht, aber hast völlig recht, das geht natürlich gar nicht, diese unfaire Spielerei, aber gut, wenn der Schiri es nicht sieht, wird denn da irgendwas jetzt nachbewertet? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe jetzt nichts mehr gehört dementsprechend, ja. Aber es gab auch eine Szene, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Leverkusen es war, aber es war gegen Abraham, glaube ich. Nee, gegen wen war das? Dann gegen Hector gewesen sein. Genau, Hector, ja. Ja, es gab so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, hier, was soll das denn? Also, dann war das vielleicht genau das. Also das war, wie gesagt, kannst ja nochmal in den Chat gucken. Ich guck mal. Ja, genau. Wenn ich das irgendwie hinbekomme, werde ich das dann auch nochmal teilen, dann nachher in den Shownotes hängen, weil das war schon eine sehr, sehr unschöne Situation. Und da wurde auch im Chat gesagt, kann man ja zu Recht froh sein, dass Hector nicht komplett ausgeflippt ist, weil der ist dann schon ganz schön in die Weichteile gegangen. Also, naja. Da hast auch gemerkt, die Leverkusener sind halt auch keine, ja, wie soll ich sagen, ganz körperlosen Fußballer, ne? Nun gut, jetzt im Endeffekt, was sollen wir das Spiel noch sagen? Ich denke, man muss es damit auch irgendwo bewenden lassen. Die Eintracht ist jetzt auch, wir haben jetzt Donnerstag, wir müssen jetzt auch sowieso auf die nächsten Partien im Endeffekt blicken. War eine ärgerliche Niederlage im Endeffekt, ja, irgendwo aber trotzdem auch verdient. Aber ich würde schon mal trotzdem festhalten, wir sind immer noch Dritter. Es hat sich ja lustigerweise gar nichts verändert. Das ist ja auch merkwürdig, ne? Ich weiß trotzdem nicht, ob ist schon ich habe es mir jetzt im Slack angeschaut, das meinst du aber nicht. Ja, okay. Ich glaube, Bender war das. Wen hat denn Bender so umgewichst? Das war eigentlich eine rote Karte. Was war das denn nochmal für eine Szene? Gegen wen war das? Das weiß ich nicht, was du meinst, Nick. Bin ich auch raus, ja. Mhm. Also da ist Bender mit gestrecktem Bein reingegangen. Ich weiß nicht mehr, gegen wen es war. Ich kann es ja auch in den Chat schreiben. Und es wurde gar nicht viel Aufsehens drum gemacht, aber ich fand, das war eine klare rote Karte. Das war irgendein Freischuss. In der ersten Halbzeit war das, glaube ich. Müssen wir mal, vielleicht weiß es einer im Chat. Ich bin jetzt nicht so gegen wen es war. Es war auch so eine kleine Szene, die hat mich so ein bisschen geärgert. Wie viel an dem Tag? Das war so ein typisches Spiel, wo man sich halt einfach geärgert hat. Was, wenn man aber genug Abstand hat, auch zum Fußball dazugehört, wo dann, es werden auch genug Mannschaften gegen uns gespielt haben, die dann gedacht haben, oh, unnötig, jetzt da zu verlieren, wo wir dann gewonnen haben. Also von daher. Ja, machen wir uns nicht so viel Gedanken. Ist halt schade, weil wirklich Leverkusen
nicht mal ansatzweise an ihr Leistungsniveau auch gekommen ist an so einem Tag, dann ärgert es natürlich doppelt und dreifach. Also ich fand die aber trotzdem wesentlich besser als in den letzten Wochen. Ich fand die ganz. Das heißt schon einiges. Ja, also keine Ahnung. Ja, gut, okay. Also dann sind wir hier unterschiedlicher Meinung. Also ich fand, dass zumindest so die Einzelaktionen wesentlich besser waren als in den letzten Wochen, was da ja, weil ja zeitweise gar nichts kam. Die Frage wird halt jetzt sein, ob jetzt damit Roger Schmidts Job endgültig gerettet ist oder ob die Entscheidung eine Ablösung jetzt nur vertagt ist. Ne? Muss man ja, im Endeffekt, wer weiß, ob das nicht Move von der Eintracht war, dass sie Roger Schmidt im Amt halten und dass es auf lange Distanz für Leverkusen weniger Punkte bringt als dieser eine Sieg. Ja, genau. So nach dem Motto, alles Taktik gewesen. Wir haben hier den großen Ihr behaltet mal euren Trainer, gell? Behaltet mal einen Trainer, der holt ihr bis zum Ende der Saison vielleicht noch 9 Punkte. Ja. Hätten wir jetzt gegen euch gewonnen, hättet ihr dann noch 13 oder 14. Genau, so nach dem Motto, ja, hier kommen wir, haben das jetzt schon, wir sehen das jetzt schon im Spieltag zuvor, wir verlieren das Ding jetzt mal, uns passiert eh nichts. Und wir sind ja am Ende des Tages immer noch auf dem dritten Platz, also es hat sich ja in der Tabelle wirklich rein gar nichts verändert, sehr kurios im Endeffekt, dass die ganzen da oben bis auf die Bayern eigentlich alle nicht so gut gespielt haben. Aber jetzt, wollen wir jetzt schon zum nächsten Spiel gehen oder wollt ihr doch dazu was sagen? Puh, nee, eigentlich ist Leverkusen-Spiel soweit abgehakt, denke ich. Ja, oder? Basti, siehst du auch so? Ja, ich schreibe gerade hier im Slack mit dem Ubi Quikitos. Hat gesagt, das war die Situation, wo Bender Geld bekommen hat. Ja. Es war ein Hergotha, war es. Hergotha, alles klar. Ja, genau. Also ich meine, Leverkusen würde ich sagen, hacken wir jetzt mal ab. Wir haben wir ab, genau. Ja, ist jetzt auch egal. Ich meine, wie gesagt, passiert, ne? Ist ja verloren, whatever. Aber wir müssen jetzt schon mal nach vorausschauen. Leverkusen ist jetzt weg. Ingolstadt ist jetzt der nächste Gegner. Vom einen spannenden Werksclub zum nächsten hier. Von Superklasse, was die für attraktive Gegner ist. Oh ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so höre, wird das Ding bei weitem nicht ausverkauft. Ne? Hat die ja, Ingolstadt bringt beeindruckende 100 Auswärtsfans mit, habe ich gehört. 4.900 Karten sind zurückgegangen. Die Eintracht hat auch Probleme, obwohl es einigermaßen das Wetter wieder gut ist. Das ist ärgerlich. 1.500 verkauft bis jetzt, ja. Ich weiß, ich bin in den letzten Wochen wahrscheinlich auch ein bisschen auffällig jetzt, aber ich sage es trotzdem nochmal. Es ist sehr ärgerlich, dass solche Vereine in der Bundesliga sind. Punkt. Mhm. Ja, natürlich. Wenn wir jetzt gegen Bochum spielen würden, wäre es nicht so. Ja, das ist halt genau der Punkt. Ich meine, du merkst halt auch eine gewisse Müdigkeit. Das erkenne ich auch bei vielen Eintracht-Fans, die auch sagen, naja gut, wir haben jetzt schon diese Saison zweimal gegen Ingolstadt gespielt, reicht jetzt auch. Ja, also ich habe echt das Gefühl. Es ist tatsächlich kein Spiel, wo du denkst, ach geil, Heimspiel gegen Ingolstadt, das ist das unattraktivste Spiel der Saison, glaube ich. Mhm. Ja, mir fällt kein anderes ein, ehrlich gesagt. Ja, zu Hause gegen Ingolstadt, ja, wow. Ja, das ist aber. Und die Eintracht hat sonst alle Heimspiele. Mhm. Bis zum Ende der Saison sind fast ausverkauft. Also es macht schon was aus, das ist ärgerlich, weil die selber auch keine mitbringen. Und umso wichtiger ist es eigentlich, dass die Fans jetzt gerade trotzdem ins Stadion kommen würden. Weil dieses Spiel, weil die Eintracht, was wir jetzt, sorry, noch zum Nachklapp zu Leverkusen, was wir auch nicht vergessen dürfen, dass auf den anderen Plätzen ist echt gut gelaufen für die Eintracht. Und das wird nicht wieder so passieren. Und deswegen sollten wir es jetzt vielleicht ausnutzen. Also, dass wir sagen, wir hatten jetzt einmal Glück und jetzt müssen wir wieder gewinnen und hoffen, dass von den anderen auch weiter die Leute patzen und dass wir es stabilisieren können. Mhm. Diese sozusagen angearbeitete Heimstärke auf jeden Fall jetzt nicht leichtfertig hergeben. Da hast du auf jeden Fall recht. Das ist auch, glaube ich, die Saison wieder sowas, wo die Mannschaften, na klar, Ingolstadt sollte sowieso machbar sein, aber auch andere Mannschaften, die normalerweise tabellarisch über uns immer standen, mit einem gewissen Respekt nach Frankfurt kommen. Und das solltest du auf jeden Fall jetzt versuchen, auch nicht gegen Ingolstadt dann ja leichtfertig wieder loszuwerden. Wenn du mal so ein gewisses Image hast, ist das immer gut. Und ja, es bleibt immer im Hinterkopf der Mannschaften, der Spieler. Und da solltest du auf jeden Fall Profit draus schlagen. Die Heimspiele sollten wir ab jetzt einfach alle gewinnen. Die Heimspiele sind das A und O. Das sind die, genau. Und gegen einen Gegner wie Ingolstadt habe ich überhaupt keine Lust, hier Punkte zu verlieren. Ganz klar. Genau, weil du halt diese Auswärtsspiele auch noch hast. Ja. Diese ganzen. Und wir haben es ja vor, weiß ich, ein, zwei Wochen auch mal hochgerechnet. Wenn die Eintracht alle Heimspiele gewinnt, dann ist die Eintracht sicher im Europapokal. Genau. Punkt. Und das ist genau der Punkt. Das sind alles schlagbare Gegner, die da kommen. Da ist keiner dabei. Gut, Leipzig habe ich als schlagbar damit dazugezählt, weil es am letzten Spieltag ist und da ist eh alles egal, wie wir letzte Saison gegen Dortmund gesehen haben. Da zählt das auch nicht mehr. Da geht es nur noch ums Momentum. Und ich glaube, wenn der Eintracht am letzten Spieltag einen Punkt fehlt für den Europapokal, dann werden die Dinge gegen Leipzig auch holen. Das glaube ich auch. Aber das ist halt einfach für mich unglaublich wichtig. Ich meine, natürlich, Ingolstadt ist ein sehr unbequemer Gegner. Die haben gegen die Bayern relativ lang
sagen, bis zur 90. Minute ziemlich gut gespielt und haben die unter Dach und Fach eigentlich gehalten, ja, aber gut, das Spiel hat manchmal länger als 90 Minuten, sage ich mal, in der 91. und 93. ging es dann halt nochmal runter, aber trotzdem, die haben gut gespielt gegen die Bayern und du merkst halt, dass so Leute wie, wie heißt der, Hader Jonay, vielleicht spreche ich das jetzt falsch aus, tut mir leid, ja, und auch Brejeri, die ganze Abwehrreihe, auch mit Tisserand und Suttner, das gefällt mir schon ganz gut. Du merkst eigentlich nicht, dass die Tabellen 17. sind, aber in der Offensive funktioniert es aktuell halt nicht so gut. Lescano, Groß und Lecky sind jetzt nicht so die Goalgetter, ja. Das sollte uns aber auch, wie soll ich sagen, positiv, ja, zum Vorteil gereichen und die Eintracht muss einfach sehen, dass sie hier, sie sind trotzdem immer noch Tabellen 17, die anderen, da, du musst das Ding einfach zu Hause gewinnen. Das wird kein einfaches Spiel, aber ich will einfach nicht, dass wir hier Punkte abgeben. Ja, aber das, was du eben gesagt hast, ist ja darin sehe ich genau die Gefahr. Also, wenn der gemeine Fan geht der ins Stadion und denkt, auch Eintracht gegen Ingolstadt, das ist eine sichere Nummer. Das ist das Problem, was der Marvin eben gesagt hat, ist genau das. Wenn du die genauer die anschaust, dann sind die gar nicht so schlecht. Gerade jetzt durch diesen neuen unsympathischen Trainer. Ja, dieser. Oh. gerade ja. Bei dem, aber da die einzelnen Spiele mal ein bisschen näher beleuchtet, sind die gar nicht so schlecht. Die haben Leipzig zu Hause geschlagen. Die haben gegen Bayern gut ausgesehen. Und die sind bei Standards gefährlich, was halt echt ekelhaft ist. Weil du dann so einen Verein hast, dann steht es hier plötzlich nach 10 Minuten 0-1 und dann sind die kennen das ja, die sind jetzt lang genug dabei in der Bundesliga, dass sie wissen, wie die auf jeden Fall sich hinten reinstellen und gut anlaufen und aus einer kompakten Defensive heraus Spitzen setzen. Das müssen die, weil das können die, weil das müssen die jedes Mal machen. Richtig, ja. Die müssen das sogar zu Hause. Ist aber ja auch schön, dass es mittlerweile auch gegen die Eintracht mal machen müssen. Das zeigt ja auch, dass wir uns ein gewisses Standing und eine gewisse Klasse anerarbeitet haben, dass auch ja, Ingolstadt, ja, und da wette ich auch drauf, dass die sehr, sehr defensiv stehen werden. Das ist klar. Das wird ein widerliches Spiel. Das wird widerlich und im Endeffekt brauchen wir ähnliches Glück wegen Darmstadt. Das ist richtig, ja. Dass wir dann halt diese Standardsituation haben oder irgendwas und das, wenn du so ein Spiel, wenn es 1-0 steht, dann hast du ja, dann ist es ganz, also bei solchen Spielen ist es halt echt wichtig, dass du die Büchse öffnest. Und das ist, das wird nicht so einfach und ich habe Angst, dass alle sich das so einfach vorstellen. Und dieses Spiel, jetzt wo du alle denken, ja, okay, Leverkusen kann man verlieren, Gott sei Dank, wir spielen jetzt zu Hause gegen Ingolstadt, da wird das schon wieder ausgebügelt. Ich habe keinen Bock, dass die Eintracht dasteht und denkt, ja shit, jetzt haben wir schon wieder nicht gewonnen und alle haben es eigentlich erwartet. Und dass dann plötzlich sich so eine ganz merkwürdige Erwartungshaltung breit macht, wo dann plötzlich das in eine Negativspirale kommt. Die Eintracht muss konzentriert bleiben, wie Kovac das immer hingekriegt hat eigentlich, also die meiste Zeit. Ja. Und muss dieses Spiel einfach irgendwie 1-0 gewinnen, weil dann ist ja auch erstmal wieder Ruhe. Ja. Das sehe ich ganz genauso. Also man darf hier halt nicht den Fehler machen und sagen, okay, Ingolstadt, die sind Tabellen 17, die können wir mal weghauen, weil das ist genau die falsche Einstellung. Du musst dir schon im Klaren sein, dass auch wenn die Tabellenposition der Ingolstädter aktuell das vielleicht nicht ausdrückt, ist es schon eine Elf, die hier durchaus gefestigt agiert. Und Walpurgis hat dem Ganzen hier schon ein Konstrukt verliehen. Und für mich sind die zum Beispiel wesentlich konstanter oder auch, also zwar nicht von den Punkten her, nicht von der Ausbeute, aber die spielen keinen schlechten Ball. Und die sind für mich besser zu bewerten, als würde ich mal sagen, immer noch, auch wenn die jetzt mal ein Spiel gewonnen haben, Darmstadt sowieso, aber auch als Bremen. Ja, ich sehe die zum Beispiel mit mehr Potenzial als Bremen. Bremen wird es noch schwer haben, auch wenn es jetzt mal vielleicht ein bisschen mal wieder einen Aufwind gibt, wobei im letzten Spieltag war das ja nicht der Fall. Also da kann sich noch einiges in der Tabelle tun und dementsprechend denke ich, dass wir Ingolstadt überhaupt nicht unterschätzen dürfen, weil das ist der erste Fehler und das ist der erste Schritt zu einer Heimniederlage, die wir uns aber auch wirklich gar nicht leisten wollen und nicht leisten können, denn diese Heimspiele, wie wir eben schon gesagt haben, die müssen wirklich gewonnen werden. Hast du völlig recht, Marvin. Wir tun uns natürlich generell sowieso schwer mit diesen, sag ich mal, Betonanmischern in der Abwehr und so weiter. Und jetzt kommt noch dazu, du hast es vorhin auch schon angesprochen, Marvin, die Kreativität hat ja auch beim letzten Mal gefehlt. Du merkst einfach, dass diese Kreativität im Mittelfeld einfach momentan aufgrund der Verletzungsmisere, die wir da ja leider momentan haben, sowieso schon eingeschränkt ist. Dementsprechend musst du gucken, dass du aus deinen Standards auch mehr holst. Ne? Also wenn ich mir wieder die Ecken angeguckt habe teilweise, das war wieder ein Graus. Weiß ich jetzt gar nicht, ob es bei dem Spiel war oder bei dem Spiel Giffer oder also es waren wieder wirklich, du machst aus deinen Standards so wenig, da musst du einfach noch ein bisschen abgeklärter werden, um auch so eine Verletzungsproblematik, die tatsächlich in der Kreativität meiner Meinung nach deutlich zu sehen ist, weil uns wenig einfällt, auch
nicht nur gegen die ganz betonierenden Mannschaften, sondern hat man ja auch jetzt gegen Leverkusen gesehen. Es wird nicht einfacher und du brauchst mehrere Mittel und mehrere Wege, so ein Spiel dann auch nochmal zu gewinnen. Gegen Darmstadt hast du schon gesagt, es ist uns gelungen, weil wir einfach dann Elfmeter gemacht haben und so weiter. Aber trotzdem, es ist natürlich, muss man einfach gucken, dass man da auf jeden Fall versucht, auch aus den Ecken ein bisschen mehr rauszuholen, aus den Freistößen, die du hast. Fehlt mir momentan noch so ein bisschen, auch da mal so ein bisschen noch dreckiger mit so Mitteln zu arbeiten. Sonst wird es, glaube ich, sehr schwierig, weil wir sind wirklich vom Schritt her, von der Entwicklung her, glaube ich, noch nicht so weit, dass uns gegen jeden Gegner, der sich so hinten einbetoniert, wirklich was einfällt. Das ist richtig. Mit den Mitteln, die wir momentan haben. Genau daran will ich ansetzen, denn gegen Leverkusen wurde ja Rebic draußen gelassen. Zunächst mal will ich noch fragen, obwohl wir Leverkusen jetzt abgehakt haben, war das nicht vielleicht sogar ein Fehler? Und wenn ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Also es war kein... Das was war soll das? So, ja. Also ich fand's blöd, weil du hast bei Rebic in den ganzen letzten Spielen gesehen, wo er gespielt hat, dass es auf jeden Fall eine sehr, sehr große Tendenz nach oben gab, die der Marvin und ich uns schon die ganze Zeit erhoffen, die jetzt ein bisschen verspätet kam und die hoffentlich dazu führt, dass er verpflichtet wird. Und dann fand ich es von Kovac ein bisschen blöd, ihn da aus diesem Flow, sage ich mal, rauszuholen. Warum? Was war das? Sehe ich genauso. Also für mich war das der erste eklatantere Fehler, den Kovac gemacht hat, wenn ich ehrlich bin. Denn so ein Spieler, der natürlich auch diesen Drive braucht, der lange gewartet hat, bis er überhaupt mal in diese Form kommt, dass du den jetzt rausnimmst, weil ich fand ich befremdlich. Ich bin nicht über seinen Fitnesszustand informiert. Das kann natürlich sein, dass er nach dem Spiel gegen Hannover nicht mehr ganz so fit war, aber ich hätte jetzt normalerweise gesagt, dass der noch gehen kann und würde jetzt auch dazu anraten, ihn gegen Ingolstadt auf alle Fälle zu bringen, denn er kann vielleicht so ein Knackpunkt sein. Wir wissen, das letzte knappe Spiel gegen Darmstadt war ja einer der absoluten Aktivposten und genau solche Leute brauchst du. Und ich denke, dass Rebic hier jemand sein könnte, der auch Ingolstadt in Bedrängnis bringt. Denke ich, wird er auch spielen, weil Gacinovic ja gesperrt ist. 5. gelbe Karte, also Gacinovic rotiert so oder so raus. Ja, dann muss man natürlich gucken, Rebic oder Blum. Ich wäre auch eher Rebic spielen zu lassen. Im Zweifel doch beide. Also ich meine mal ganz realistisch, Rebic rein, Barkok wieder raus. Ich würde ihn erst nochmal rausrotieren. Ich würde ihn lieber als Joker bringen, da ist der ein bisschen ungezwungen. Ne? Und würde sagen, probier's doch mal mit Dani Blum. Der hat sich doch, ich meine, wenn es nicht funktioniert, kannst du ihn in der Halbzeit doch immer noch auswechseln. Ja? Aber ich würde schon sagen, dass du mal mit einer kontrollierten Offensive hier mal zu Werke gehen kannst. Dann ziehe ich lieber Ragota noch ein bisschen weiter zurück, lass Meier ganz, ganz vorne spielen, dann hast du mit den beiden außen Rebic und Blum, rechts und links vielleicht Leute, die dann irgendwie agieren können. Also für mich wäre das gar nicht so verkehrt. Klingt okay, auf jeden Fall. Ja. Wollt ihr dann sonst noch jemanden wechseln oder wäre es das dann für euch? Ja, ich hoffe, dass Abraham fit wird. Das ist noch viel zu viel. Ja, das wäre wichtig, ja. Oh Mann, ey, das wäre so wichtig. Also dann hast du hinten wieder das Standard, das ist die Basis von allen. Dann hast du Radetzky im Tor, Vallejo, Abraham und Hasebe dazwischen. Und dann hast du Chandler und Otschipka außen, dann Mascarell. Ja, und dann ist es die Frage, das ist trotzdem immer wieder die Position, wie jede Woche, die wir über die Aufstellung reden, ist jetzt die Frage, wer spielt neben Mascarell? Mhm. Ich würde probieren, Besuschkow mal 2-3 Spiele dort spielen zu lassen. Weil was willst du machen? Für mich ist er eigentlich der Einzige, der es kann. Gut, Stendera ist jetzt wieder Mannschaftstrainer, das wird aber auch dauern. Bis der wieder Wettkampf fragt, wird es wahrscheinlich nicht mehr großartig. Also was ist die, weil so eine Nummer mit Gacinovic da hinstellen und irgendwelche Leute, die eigentlich sich außen wohler fühlen, finde ich momentan noch nicht so gut. Das hat mir nicht so gut gefallen. In keinem der Spiele. Dann musst du ihn da hinstellen lassen und im Endeffekt ist ja so, wir haben ja mit Mascarell, und es ist gut, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, dass ich über ihn sprechen kann, weil bei Mascarell muss man mal sagen, Mascarell ist so ein Riesenkicker. Das will ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das nicht zu sehr gewürdigt haben in der Saison. Wie die Eintracht den geholt hat, dass der für präzise Bälle spielt auch. Ja. Und teilweise die Härte, die er reinbringt, manchmal an der Grenze brauchst du aber auch. Also für einen 6er/8er. Das ist fast der beste Transfer der Eintracht der letzten Jahre fast. Also ich bin sehr begeistert, wie er spielt. Also wenn man mal auf ihn schaut, der hat eine Ballsicherheit, das hatten wir ganz lange hier nicht. Das hatte selbst Schwegler nicht gehabt, sowas. Ja. Und ich finde, das ist ein Riesenkicker. Und ich finde, wenn er nämlich diese Präsenz hat, dann kannst du locker einen wie Besuschkow dahinstellen. Der kann sich dann an ihn orientieren. Weil es gibt ja auch 6er-Positionen, wo du jetzt nicht die allerwichtigsten Aufgaben hast. Ich erinnere so an diese... an Sven Bender bei Dortmund. Der hat auch immer einen Spielstarken neben sich und hat einfach die einfachsten
Defensivaufgaben verrichtet. Und was kommt da gegen Ingolstadt? Da müssen wir auch mal sagen. Ja, eben. Brauchst du, es ist wohl, war auch jetzt eine Frage, die im Chat kam, brauchst du denn wirklich zwei defensive Mittelfeldspieler, brauchst du wirklich zwei Sechser gegen Ingolstadt? Kannst du trotzdem machen, aber dann kann man es genauso handhaben, wie du das eben gesagt hast, dann kannst du einen nehmen, der halt eher die Standardsachen macht, ja? Also ich meine, Besuschkow muss sich ja jetzt ja auch kein Wolf spielen, ne? Ja, eben, das ist ja, und du kannst ja in dem System von, wir müssen ja auch mal festhalten, die Eintracht spielt zwar echt gute Saison, aber die Eintracht spielt auch nicht das hochkomplexeste System. Da kannst du einen verkraften, der jetzt noch nicht die Erfahrung hat, aber dem du einfach Aufgaben gibst. Und wenn er daran kann erwachsen, dann kann er uns immer mehr zutrauen. Ich finde, man sollte das machen. Mhm. Weil du hast, was hast du denn? Du hast ja gar keine, es ist ja nicht so, dass wir warten, dass Hushti aus China wiederkommt. Oder bist du, es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir sagen, oh, der ist verletzt, dann müssen wir halt jetzt mal 3 Wochen improvisieren. Nee. Genau. Du musst irgendwas finden jetzt, was du bis zum Rest der Saison machst. Ja. Und da ist er für mich die naheliegendste Möglichkeit, ehrlich gesagt, weil er der einzige Gelernte ist, ehrlich. Also so. Ja. Weil, liebes Experiment, Hasebe dann davor zurücken, das ist gescheit. Nein, das will ich echt nicht mehr machen. Ich will Hasebe genau auf der Position, in der er in den letzten Partien hauptsächlich war. Das ist das, wo er noch glänzen kann und das ist auch okay so. Ja? Die Dreierkette ist super gewesen. Ich will da auch wirklich kein Experiment. Abraham, Vallejo und Hasebe sollte man auf jeden Fall so beibehalten. Ja, das war wirklich stark und hat uns auch ausgezeichnet. Wie du sagst, Basti, neben Vallejo war Mascarell meiner Meinung nach wirklich der Glücksgriff seit Jahren. Ja, warum ich das auch explizit erwähne, weil Lecho ist natürlich wahrscheinlich noch besser, aber Mascarell gehört uns ja wenigstens fast. Also ja. Da würden wir wahrscheinlich noch 8 Millionen Euro kriegen. Richtig. Also wenn er weggeht, kriegen wir noch 8 Millionen Euro. Was auch wenig wieder ist, aber für Eintracht-Verhältnisse dann doch wieder viel. Also genau. Und ich meine, der Junge ist halt auch erst 24. Das ist schon eine richtig gute Nummer, definitiv. Ich finde es gut, dass du den Namen mal wieder genannt hast, weil es kommt manchmal ein bisschen zu kurz, gerade nach so Niederlagen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen ärgerlich, aber das ist definitiv ein Spieler, der hier als definitiver Glücksgriff einfach zu bezeichnen ist. Mich freut es auch und es ist eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und die erste Bundesliga-Saison ist nur für wenig so gut wie für ihn, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ansonsten müssen wir halt mal sehen, Besuschkow ist definitiv so eine der wenigen Optionen. Du hast eben schon Stendera angesprochen. Da habe ich jetzt schon großartig gelesen, ja, wieder Mannschaftstraining. Jetzt, ne, also Leute, macht mal halblang. Der Junge war echt 9 Monate weg. Ja, also den kann man auch nicht zählen. Der kann irgendwann mal angefangen, in der 80. Minute kann man ihn einwechseln irgendwann. Ja. Aber das wird vor dem 25. Spieltag wird es hier nichts. Ja. Also das sind jetzt noch so 1,5 Monate oder so. Ich glaube, vorher geht er. Das ist schon optimistisch. Das ist schon extrem optimistisch, weil du kommst hier wieder in Wettkampfpraxis. Der wird davor, die Eintracht, wie soll ich sagen, die Regenerationsmaßnahmen sind mittlerweile sehr, sehr gut und auch die Wiederaufbaumaßnahmen, das ist schon schön. Aber trotzdem, der Junge braucht noch seine Zeit und wird definitiv in dieser kurzen Zeit, in der wir in der Bundesliga jetzt noch hier ums Ganze kämpfen, nicht so eingreifen können, wie wir uns das erhoffen. Und da muss man auch die Zeit lassen, weil das ist beschissen genug. Es hat uns alle auch schockiert, was er da für eine Verletzung wieder hatte. Aber auf den kannst du jetzt nicht bauen und deswegen ist Besuschkow oder halt irgendwie eine ganz andere Option. Wahrscheinlich. Was mich immer, ja, wie soll ich sagen? Was haben wir denn? Aber was mich echt ärgert, also Hector, du sagst, ganz könntest du noch auf der 6 spielen lassen? Nein, das habe ich jetzt auch schon oft gehört, das geht nicht. Finde ich fürchterlich. Ja, nee, also der ist mir schon als Innenverteidiger zu technisch limitiert. Was soll er da als 6 herumhüpfen? Ich weiß nicht. Das ist wie der Russ immer. Ich bin momentan am Überlegen, denn was ist denn endlich mit Guillermo Varela? Der ist doch offiziell, hat er nur noch Rückenbeschwerden oder was? Das kann doch nicht so dauern. Da frage ich mich, was ist denn hier die Sache? Trainingsrückstand stand im Kicker, glaube ich. Aber wenn das Einzige ist, dann haben wir ja hier eine Option, auf die wir vielleicht mittelfristig setzen können, denn Varela ist für mich ein feiner Füßler. Ist er aber, ja, also eigentlich kann er auch. Also ich hab jetzt als Rechtsverteidiger auf dem Schirm eher. Ja, aber dann muss, aber ich glaube, das ist richtig, er ist definitiv Verteidiger, Rechtsverteidiger, aber ich glaube, Varela könntest du irgendwie noch ein bisschen in variables System einbinden. Ich glaube, von den Anlagen und von seinem Spielerprofil her passt er mit Sicherheit viel, viel besser als Hector. Ja. Hector hat sich für mich so ein bisschen,
rauskatapultiert. Der ist für mich jetzt noch maximal der Alfred Neihus, den du mal irgendwie 10 Minuten vor Schluss einwechseln kannst, damit der Kopfballtraum. Okay, harte Nummer jetzt. Nein, es sollte gar nicht so unfair sein, aber ich habe das über die letzten Spiele beobachtet und ich habe immer mehr gemerkt, wie ich ein schlechtes Gefühl habe, wenn er reinkommt. Ja, völlig richtig. Ja, ja. Weil du trotzdem das Gefühl hast, dass er einmal ganz kurz blinzelt und dann denkt er, oh shit, und dann haut er einen um. Und dann so, ja, Elfmeter. So, das ist so dieses Gefühl will ich nicht haben. Das hast du bei den anderen gar nicht. Wenn wir schon mal die Lobeshymnen einstimmen, auch wenn es nach einer Niederlage ist, aber was Abraham und Vallejo diese Saison auch gemacht haben, wie die auch Bälle abgelaufen sind und wie geschickt die sich in Zweikämpfen verhalten, das ist schon Wahnsinn. Und ich genieße das sehr. Mhm. Ich meine, wir reden nicht so laut hier darüber im Podcast, wie wenn die Eintracht verliert, das merkt man ja auch, ja. Weil man so, das vergisst man dann auch schneller. Aber es gibt oft Momente in irgendwelchen Spielen, wo ich denke, geil. Also es gibt so viele Momente, wo du denkst, wie hat er den jetzt abgelaufen, wie hat er das mit dem Stellungsspiel gemacht, Abraham, Vallejo. Das haben wir hier in Frankfurt lange nicht gehabt, Leute. Wir haben das lange nicht gehabt. Ja. Wir waren hier schon froh, dass Zambrano hier war, weil er wenigstens ein bisschen gekämpft hat. Ja, aber wer vermisst ihr mittlerweile noch? Ist auch genau. Ne? Wir haben Marco Russ hier gesehen. Mhm. Wir haben Matlung und alles mögliche. Und jetzt hast du plötzlich zwei Innenverteidiger, die schon fast internationale Klasse haben. Ja. Und das zu beobachten, bestätigt ja einen auch dann darin zu sagen, ja, siehst du, es gibt auch gute Fußballer. Und nicht dieses Matlung-Bolz hier einen raus. Russ ist auch immer bemüht, aber es tut schon gut, weil du hast gefühlt, die Mannschaft, die der Eintracht gerade auf den Platz stellt, die ist qualitativ von den Einzelspielern auch, und jetzt mal vom System weggerechnet, klar ist die Eintracht gerade gut drauf, aber es ist auch von den Einzelspielern, da sind schon geile Kicker dabei, wo du dich halt auch manchmal freust, die zu sehen. Ja, das sehe ich genauso. Also das muss man definitiv so sagen. Das ist mittlerweile schon ein spielerisch anderes Niveau als noch vor gar nicht allzu langer Zeit, wo du hingegangen bist und du wusstest, ja okay, wird kein gutes Spiel, aber wir müssen das Ding hier irgendwie reißen oder so. Also du hast jetzt auch eine qualitative Steigerung und du gehst zu Spielen, wo du genau weißt, dass der ein oder andere Spieler irgendwann mal auch bei einem internationalen Verein wahrscheinlich Pokale in die Höhe streckt. Das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Auf jeden Fall. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal überlegen, wie es denn in Sachen Punkteausbeute beziehungsweise Tipps gegen Ingolstadt aussieht. Ich denke, wir haben ja den Gegner jetzt schon einigermaßen umrandet. So mehr zu sagen, ist nicht, wie gesagt, Tabellen 17., aber auf jeden Fall trotzdem sehr gefährlich. Kann auch gut sein, dass dass die Torflaute auch irgendwann zu Ende geht. Lecky, der in dieser Saison zum Beispiel noch gar nicht getroffen hat, aber trotzdem. Marvin, hör auf mit so. Ja. Ah ja, genau. Ich will nur mal warnen. Falls jetzt jemand hier von der Eintracht zuhört, nicht zu leicht nehmen, auf jeden Fall. Aber wir gehen trotzdem positiv in die Partie, die wahrscheinlich mit 43.000 Zuschauern bei weitem nicht ausverkauft sein wird. Aber ja, Leute, die hier jetzt noch das Feuer hören, geht ins Stadion, Mann. Das ist gar nicht zu unterschätzen, wie wichtig das Spiel ist, auch wenn es scheiße Ingolstadt ist. Aber es ist ein gutes Ding, ey. Du kannst trotzdem 3 Punkte holen, das ist zu einer guten Fußballzeit. Du kannst Dritter bleiben. Ja. Dritter, hallo, Dritter. Ich glaube, das raffen in Frankfurt viele gar nicht. Die Eintracht, ich wiederhole es jetzt hier nochmal, die Eintracht ist Dritter. Ja. Hallo? Dritter! Und nicht nach 2 Spieltagen. Nicht Achter. Ja. Und nicht nach 2 Spieltagen, wo du zweimal glücklich gegen den Aufsteiger gewonnen hast, sondern nach 20 fucking Spieltagen bislang. Dritter! Hallo! Richtig geil. Hört ihr das da draußen? Hallo, warte. Hallo, Dritter! Ich habe irgendwie das Gefühl, das viele nicht. Ja, es ist halt auch so surreal. Ne? Stadion rastet aus. Wir spielen Samstag 15.30 Uhr. Was für euch? Genau, das heißt, ihr könnt auf jeden Fall dann abends noch ordentlich ein Bierchen trinken oder ein Jägermeister. Ich sehe mittlerweile, wenn ich hier durch Bockenheim laufe, so viele leere Jägermeisterflaschen. Wer weiß, was hier überall los ist. Ja, aber macht es, geht ins Stadion, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Gegen Ingolstadt bekommt man auch noch gut Karten. Wer weiß, wann ihr sonst in dieser Saison noch dazu die Gelegenheit bekommt, als Nicht-Dauerkarteninhaber zu einem Spiel zu gehen, dann solltet ihr das nutzen. Und deswegen sind wir auch relativ optimistisch. Was tippen wir? Basti, fang an. 1-0. Alles klar. Dennis? Ja, 9:0 Spiel für Radetzky. Ich sag mal ein 2-0. Ich bleibe auch bei einem 2-0. Sehr guter Tipp. Dann denken wir mal, dass Alex und René genauso positiv tippen und dann gehen wir mit einem Clean Sweep zu diesem Spiel und denken, dass die Eintracht 3 Punkte holt, ja? Sehr geil. Eigentlich ein Muss. Muss also, auf jeden Fall. Ich will auch nichts anderes. Ich habe auch gar keinen Bock, einen anderen Gedanken daran zu verschwenden, weil das ist einfach eine machbare Situation. Ich weiß, dass es tricky wird. Ich weiß, dass du halt viel ackern musst, dass es eine dreckige Situation sein wird, dass du dir wieder viele Eckbälle, Freistöße erzwingen musst, aber dementsprechend dir auch konsequenter zu Ende spielen musst. Aber die Eintracht kann es. Ah, Leute, ihr macht mich wahnsinnig gerade. Ja, ist doch so. Eintracht muss echt gewinnen. Ja, ja Mann, deswegen, natürlich. Es gibt aber ihr habt mir das jetzt wieder, ich habe das wieder so ein bisschen probiert zu ignorieren, damit ich nicht zu nervös werde. Mann, weil die Eintracht spielt danach in Berlin. Wenn wir dann da mit diesem
wenn wir den Vorsprung halten und nach Berlin fahren, dann kannst du da ganz anders auftreten. Als wie wenn du jetzt keine Punkte holst, die Hertha gewinnt und du fährst dann hin und denkst, oh je, wenn wir jetzt auch noch verlieren. Ding ist, das ist genau der Punkt. Ich habe nämlich keinen Bock. Weißt du, dieser ganze Berlin-Quatsch nervt mich ja sowieso schon, ne? Und ich will einfach, dass wir hier gegen Ingolstadt gewinnen und dass wir diese Auswärtspartien komplett locker verfolgen können. Dass wir sagen, genau, wir gewinnen unsere Heimdinge und auswärts schauen wir mal. Das ist die beste Situation. Auswärts ist Bonus. Genau. Auswärts ist Bonus. Aber Heim ist Muss und gerade gegen solche Gegner aus dem Haus. Keine Widerrede. 3 Punkte, das ist Pflicht. Ja? Und was ja jetzt auch wird schon gut unterschrieben. Ja, und was jetzt auch schon gut ist, ich meine, wir sind ja im DFB-Pokal weitergekommen, es hätte von dem potenziellen Gegner durchaus schlimmer kommen können. Ne? ja. Arminia Bielefeld mit einem Heimspiel, das erinnert mich irgendwie an eine Saison. Da werden Erinnerungen machen. Ja, ja, also durchaus. Ja. Und an gelb-blaue Choreografien. Also, kann man sagen, machbare Partie auf jeden Fall. Ich denke, also das einzige Ziel ist hier ganz klar zu gewinnen. Wir spielen zu Hause. Wir haben wir haben ein herausragend leichtes Los gezogen. Besser geht's eigentlich nicht. Ja. Ja. Und da müssen wir uns jetzt auch nochmal Karten besorgen. Da müssen sich jetzt die Dauerkarteninhaber, ich glaube, die mussten jetzt auch schon anschreiben. Ja, bis Montag, das war zu Ende. Genau, also da wird es jetzt um die Wurst gehen und dann gehen wir da hin und das ist ja noch im Februar die Partie, ich glaube Ende Februar jetzt, ne? Ja, genau. 28. Ja. Genau, und das ist der nächste Schritt, das heißt, wir haben eigentlich immer noch 2 Möglichkeiten, uns international zu qualifizieren, auch wenn ich natürlich der typische Berufspessimist in Sachen DFB-Pokal bin, aber es ist diese Option, es ist die Möglichkeit und hallo, wenn wir jetzt ins Halbfinale kommen, hallo, das ist doch mehr als realistisch, das ist doch super, was ist das schon für eine geile Saison, dass wir ins Halbfinale DFB-Pokal kommen, oder? Stell dir vor, wenn du da auch noch irgendwie ein glückliches Heimspiel hast, dann fährst du dann einfach wieder zum Pokalfinale und allein dafür. Ich hoffe, dann nochmal nach Berlin und gewinn da. Ja, so sieht es ziemlich aus. Diesmal mit einem normalen Schiedsrichter, scheiß Pizza. Auch hier ist natürlich das Ziel, wir werden in den nächsten Wochen noch gezielter darüber sprechen, Bielefeld auch noch genauer analysieren, aber auch hier ist natürlich, darfst du nicht zu leicht nehmen, aber wir sind momentan in der glücklichen Situation, ein tolles Los zu bekommen zu haben, ein machbares und das Halbfinale schon in Sichtweite zu sehen, aber wir müssen zupacken, ganz klar, trotzdem sehr gutes Los. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz dazu sagen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das könnte Marvin hat so ein letztes Mal auch so eine DFB-Pokal-Lethargie irgendwie beschrieben, dass du irgendwie gar nicht das Gefühl hast, da ist irgendwie Fame drin und alles ist irgendwie nicht mehr so. Ich glaube, wenn du gegen Bielefeld gewinnst, dann kommt das, weil dann ist automatisch dann das Halbfinale, das ist dann was ganz anderes. Ich glaube, das ist zwar ein bisschen spät, aber ich glaube schon, dass es dann so eine kleine Dynamik nehmen könnte, weil die Eintracht, wenn du im Halbfinale bist, kannst du den DFB-Pokal gewinnen und das wäre eine ganz heftige Nummer. Das ist genau der Punkt. Ich gehe hundertprozentig davon aus, dass du, sobald du im Halbfinale bist, bist du in dieser Zone drin. Dann bist du gedanklich in dieser Zone die Möglichkeit zu haben, den DFB-Pokal zu gewinnen. Dann ist alles andere auch egal. Ich glaube, dann ist dieser Pessimismus, den ich selber habe, dann ist der auch abgelegt. Dann willst du diesen Pokal, dann willst du nach Berlin fahren und dann hast du dieses Feuer. Ich denke, das kann hier in Frankfurt auch mal wieder ein bisschen ein Feuer entzünden, was durch diesen abstrakten durch dieses abstrakte System bezüglich schaffen wir jetzt Europacup über die Liga und so weiter und so fort, ein bisschen vielleicht abhanden kommt, wie du eben gerade gesagt hast, das viele vielleicht gar nicht realisieren, wir sind aktuell Dritte, aber wenn du im Halbfinale bist, dann realisieren das die Leute, dass hier was Greifbares möglich ist. Brennt die Hütte. Auf jeden Fall und ich hoffe dann, vielleicht haben wir dann sogar noch ein Heimspiel, da geht hier richtig was und dann wollen wir nach Berlin, das kann hier noch eine richtig herausragende Saison werden, liebe Freunde. Eine wichtige Sache aber, wie seht ihr das denn? Volle Power auf Einzug Halbfinale setzen oder Kräfte sparen und gucken Spiel gegen Freiburg am folgenden Sonntag dann? Heimspiel auch, wichtiges Spiel. Weil ich denke, das eine ist am Dienstag, das andere ist am Sonntag. Ja. Ja, das sollte die Eintracht hinkriegen. Es ist halt auch Bielefeld. Also jetzt, ne? Wir müssen jetzt. Die Gedanken soll die Eintracht bitte nicht haben. Nee, weil du kannst dienstags gegen Bielefeld gewinnen, um am Sonntag gegen Freiburg zu gewinnen. Und dann kannst du dich immer noch eine Woche ausruhen. Also keine Leistungsträger schonen. Nein, auf gar keinen Fall. Das habe ich von vielen jetzt schon gehört, die sagen, konzentriert euch auf die Bundesliga, das ist das Wichtige. Das andere ist alles Zusatz. Bin auch ein bisschen der anderen Meinung. Ich bin auch eher, du hast völlig recht, es sollte auf jeden Fall so sein, dass du
Da können wir nämlich nicht gewinnen, denke ich. Also musst du auch wieder mit 100% an die Sache am Dienstag rangehen. Es ist trotzdem so eine Sache, man muss natürlich schauen, welche Spieler sind dann fit? Vielleicht bringst du, wenn du ein gewisses Ergebnis natürlich im Idealfall schon erzielt hast, wechselst du noch frühzeitig und bringst mal ein paar Spieler, die noch perspektivisch jetzt dann auch am Sonntag dann noch eingesetzt werden können. Ich finde es nur, man hat den Spielern ja angemerkt, dass sie das Spiel da vom DFB-Pokal in Knochen hatten, jetzt gerade auch beim letzten Spieltag. Es ist, denke ich, eine Überlegung wert, aber prinzipiell für uns nicht machbar, weil wir einfach vom Kader her zu stecken. Tendenziell ist Hannover unser vergangener Gegner stärker zu bewerten als Bielefeld. Und du musst Bielefeld gerade zu Hause hier eigentlich den Erdboden gleich machen. Da gibt es absolut nichts. Und dann musst du auch weitersehen, und dass du gegen Freiburg in einer ähnlichen Aufstellung spielst, das müssen die auch verkraften. Das ja. Ist aber für die auch Ansporn genug, wenn du mit dem gleichen Feuer, was wir hier gerade beschrieben hast, an die Sache gehst, dann ist das kein Problem. Dann könnt ihr auch gegen Freiburg ein paar Tage später bestehen. Also ich denke, es wäre fatal, hier zu sagen, wir schonen unsere Leute. Gut. Mhm. Perfekt. Okay, ja. Gut, ansonsten haben wir noch ein paar kleinere Themen. Wir haben jetzt den Ausblick über Ingolstadt abgehandelt. Habt ihr noch was ihr hinzufügen wollt? Ich will noch mal ganz kurz einwerfen, die Amerika-Reise, die wurde ja jetzt schon viel diskutiert. Habt ihr da aktuell schon eine Meinung zu oder euch noch keine Gedanken gemacht? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch am Anfang meines gedanklichen Findungsprozesses, um es mal so zu sagen. Ich bin da auch noch am Anfang, aber ich glaube, dass sich eine ganz große Empörung bei mir nicht breit machen wird, weil diese Auswüchse des Kommerzes, mit denen habe ich mich, glaube ich, schon abgefunden. Und was halt ein bisschen blöd sein könnte, ist, weil die Vorbereitung ein bisschen stört, finde ich. Oder ist es Nacht? Ich habe es gar nicht gerafft. Wann ist denn das genau? Ja, das ist ja im Sommer. Das ist ja im Sommer im Endeffekt. Ist es im Anschluss an die Saison oder ist es in der Zeit, wo die Vorbereitung ist? Ich glaube, in der Zeit, wo die Vorbereitung ist. Aber lass uns nicht lügen, ich gucke jetzt mal genau. Ja, weil ich habe das nur mit dem einen Auge im Endeffekt verfolgt. Denn es gibt momentan so viele Nebenkriegsschauplätze. 6. bis 18. Juli, glaube ich, ja, war genau. Das. Okay, also das ist ja dann wirklich schon Vorbereitungszeit für den Sommer im Endeffekt. Ne? Ja, das ist dann genau, das blöd. Das ist blöd. Ja, es gibt ja manchmal, die manche machen ja so Abschlussreisen, da wo du denkst, ja gut, haben die halt Pech, haben 2 Wochen weniger. Aber ich meine, es ist halt im Rahmen eines kompletten Trainingslagers, ne? Es sind halt 12 Tage, die du dann in den USA verbringst, mit natürlich Testspielen, Seattle Sounders, San Jose Earthquakes und Columbus Crew, ja auch, also durchaus eine Mannschaft, die gar nicht so verkehrt ist. Das ist, man muss auch mal eins ganz klar sagen, wir reden hier immer, ne? Das ist ja natürlich ein bisschen egoistisch, wie wir hier reden, aber Fakt ist, es gibt auch, und das finden wir ja toll, mit denen haben wir auch Kontakt, es gibt ja auch Fans in den USA. Ne? An die habe ich auch gerade gedacht. Grüße nach San Francisco. Genau, und für die ist das doch geil, die fahren doch bestimmt mal hin. Ich sag auch, es gibt, die Sache ist ja die, wir haben ja auch von Eintracht gefordert, dass sie sich ein bisschen internationalisiert. Die macht das jetzt in Kooperation mit der DFL wahrscheinlich, die kriegen wahrscheinlich sogar ein bisschen Geld da dazu oder was. Mhm. Ja, und ich glaube, für die Bundesliga ist es ganz gut, wenn dort Mannschaften wie die Eintracht auftauchen, weil die interessanter sind, glaube ich, auch für viele. Mhm. Und ja, wenn du es schon machen musst, dann ist es auf diese Weise. Und Marvin hat es gesagt, wenn es ein Trainingslager ist mit 3 Testspielen, dann so ist es so. Es gab schon unattraktivere Trainingslager mit Gegnern, die dann irgendwie zusammengeschustert werden, wo dann irgendwas bedacht werden muss. Da wird gutes Wetter sein, meine Güte. Also die Bedingungen werden gut sein. Die Eintracht wird sich weiter internationalisieren, was sie ja sowieso ein bisschen verschlafen hat. Ja. Und ich bin noch positiv gestimmt, ehrlich gesagt. Die Frage, um die sich halt aktuell vieles dreht, ist natürlich diese gewisse Doppelzüngigkeit, die Hellmann dann im Endeffekt irgendwie an den Tag legen würde. Hat sich jetzt letztens klar gegen die AfD ausgesprochen, was ich als überaus positiv erachte. Und ist aber im Endeffekt so, dass mit der ganzen Abu Dhabi-Geschichte, beziehungsweise mit dieser Geschichte und jetzt natürlich mit der USA natürlich gewisse Problematiken verbunden sind, die auf ein nicht stringentes Gedankensystem hinweisen, will ich mal so sagen, denn es gibt natürlich jetzt viele Stimmen, die sagen, ja, jetzt fährst du in die USA, wo Trump Präsident ist. Aber ja, die gesagt, Frage ist ja die, wann ist Trump Präsident geworden Ende letzten Jahres? Wer weiß, wie lange das schon feststeht. Also das wissen wir nicht. Darüber, ja gut, das ist natürlich ein Punkt. Ich habe meinen Gedankenprozess da auch noch gar nicht zu Ende gebracht. Aber ich würde mich jetzt mal aktuell, ich denke, das ist definitiv ein Thema, was wir demnächst noch mal intensiver behandeln müssen, würde mich jetzt aber rauswieseln und würde sagen, wer weiß, ob Trump bis dahin überhaupt noch Präsident ist. Das kann gut sein, dass das nicht mehr so lange der Fall ist. Ja, genau. Und dann wäre es blöd,
haben. Gewesen, das Trainingslager abzusagen. Ja. Also wir werden das nochmal ausgiebiger behandeln. Ich habe da dementsprechend mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, weil es in den letzten Tagen einfach sehr, sehr viel passiert. Die ganze Dortmund-Problematik und so weiter und so fort. Das ist natürlich etwas, was aktuelles Geschehen sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, impulsiv eigentlich hier bestimmt. Dazu muss ich sagen, hatte, glaube ich, der René oder Basti, warst du das, den Dummschwätzer der Woche ins Spiel gebracht. Warst du das? Ich habe den hingeschrieben, ja. Ja, dann können wir nämlich doch hier die ganz gute Überleitung nämlich schon finden, denn der gute Waldi Hartmann wurde von dir zum Dummschwätzer der Woche aufgestellt zumindest, denn auch in bezüglich der Dortmund-Thematik, ne? Ja, ich muss gestehen, ich habe aus Selbstschutz diese Sendung nicht verfolgt, wo er war, bei Lanz. Mhm. Kann ich mir aus ganz, ganz vielen Gründen nicht anschauen, diese Sendung. Aber es wurden ja im Nachhinein ein paar Sachen zu Papier gebracht, die er dort gesagt hat. Und er hat im Endeffekt, wie man das von ihm kennt, wahrscheinlich hat er schon 700 Weizen gesoffen, hat dort gesessen und hat dann erzählt, die Dortmunder Verantwortlichen wären schuld an dem ganzen Kram und ist im Endeffekt auf diesen Train aufgesprungen, wo irgendwelche Halbwahrheiten verbreitet werden, die dieser Problematik gar nicht Herr werden, und habe ihn jetzt mal exemplarisch nominiert, weil er der Letzte war, der mir unter die Augen gekommen ist, der sich dazu geäußert hat. Ja, also weil ich stellvertretend den Preis. Ja, genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass Waldi ja so ein Dauerkandidat ist, wenn er mal am Mikrofon mal wieder sitzt irgendwo, dann ist es definitiv jemand, der sehr problematisch ist. Ich muss sagen, ich habe nach 3 Minuten gestern auch ausgemacht, weil er halt auch einer dieser Leute ist, die ich schon viel zu oft im Fernsehen gesehen habe und wirklich nicht mehr sehen muss. Also Waldi ist auf jeden Fall ein sehr guter Kandidat. Dennis, hast du denn vielleicht noch jemanden, der dir spontan einfällt? Also, aufgeschrieben hast du es ja nicht. Fand ich gut, weil ich auch wieder fand, er wirkt immer so uninformiert. Er haut da ein paar Floskeln raus und so, als hätte er kurz vorher nochmal schnell die Zeitung, irgendwelche Blogs sozusagen oder irgendwelche Bild-Zeitungsartikel durchgelesen, hätte gesagt, oh, das bringe ich jetzt mal ein, das finde ich interessant. Wirkt immer so, als wäre die, sag ich mal, Recherche, die er betreibt, 2 Minuten lang, und dann gibt das weiter. Von der anderen Seite her, ein Dummschwätzer, ja gut, ich weiß jetzt gar nicht, Thorsten Frings hat mir das letzte Mal gesagt, weil wir keinen Dummschwätzer hatten zu der Problematik mit den Schiedsrichtern. Da hast du ja diesmal überhaupt nichts gehört. Jetzt haben sie mal gewonnen. Wurde, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, wer ihn interviewt hatte, ob er jetzt zufrieden wäre. Und hat er auch wieder so getan, hätte er wie was davon gehört. Also von der Woche vorher noch mit den, ich weiß nicht, ob er das hatte der mitbekommen, ne? Also, genau. Wo er sich beschwert hatte, weil Darmstadt muss einer umgebracht werden, damit es einen Elfmeter gibt oder sowas. Also nee, der hat gesagt in dem Satz, ja, scheinbar merkt man bei den Schiedsrichtern, dass wir hier in der Liga nicht so gern gesehen sind. Ja, dann genau. Fragt der Reporter ihn, ja, wollen Sie sagen, dass die Schiedsrichter sich verschworen hat? Und dann sagt er, nee, das habe ich gar nicht gesagt. Nur, das hast du vor 3 Sekunden gesagt. Ja, genau. War super, das war wirklich schön, ja. Ist nicht mal ein Tag dazwischen, 3 Sekunden. Also es war traumhaft, ja, also... Also du willst Thorsten Frings nominieren, ja? Ja, gerne. Ja. Ja, ich glaube, der hat es auch mal verdient, ja. Der alte Lutscher, ja. Was ich sagen muss, das verdient jetzt vielleicht nicht den Titel für Dummschwätzer der Woche, wobei wir könnten auch drüber nachdenken, im Chat wurde auch darüber schon gesprochen. Meine Fresse, was bin ich so froh, dass der Benatira nicht mehr bei der Eintracht ist. Heilige Scheiße, was da momentan so passiert. Heiliger Bimbam. Also da sind so viele problematische Situationen, die er sich auch jetzt auch selber manövriert hat mit diesem Video, was er da mit Alan Saar gemacht hat. Also ich hätte echt gar keinen Bock, dass der momentan bei der Eintracht kickt und für so viel Unruhe sorgt. Kann man nur mal so nebenbei noch erwähnen. Aber gut, wir haben jetzt auf jeden Fall 2 anständige Nominierungen mit Thorsten. Wir können ja, wenn wir noch einen dritten haben wollen, wer hier auch bei uns in den letzten Jahren eigentlich immer zu kurz gekommen ist, Rainer Wendt. Oh, Rainer Wendt ist natürlich auch aktuell. Rainer Wendt kriegt, Rainer Wendt kriegt, ohne dass er jetzt einen aktuellen Bezug, der mir jetzt einfallen würde, den kannst du sofort in Lifetime-Mode. Auf jeden Fall. Rainer Wendt ist halt echt. Ich nominiere Rainer Wendt für alles, was er sagt. Ja, okay, alles klar, komm, den schreibe ich jetzt nur, weil es so schön ist, schreibe ich nochmal auf. Wir haben heute richtig viel. Und dann hänge ich aber auch wirklich noch den Benatira mit dran, denn der Junge ist halt, und dann packe ich weiß nicht, ob ich die Doku, das kann ich, glaube ich, in meinem Gewissen nicht verantworten, dass jemand die Doku da noch sieht, aber ich schaue nochmal, ich gewinne.
YouTube rausgekommen, gell? Ja, genau. Also sie ist halt auf YouTube rausbekommen. Das heißt, im Endeffekt könnte man sich das mal angucken. Also wenn ihr gefestigt seid und religiös. Die Empfehlung. Ja. Genau, religiös nicht anfällig oder so, dann könnt ihr euch das schon mal angucken. Also es ist definitiv ein bisschen problematisch, ein bisschen ist durchaus untertrieben. Also da passieren so ein paar Dinge. Okay, ich will da jetzt auch nicht zu viel zu sagen. Aber natürlich. aber natürlich. Ich find's aber interessant. Ja, natürlich ist es interessant. Es ist sehr interessant, halt, wie dieser Werdegang ist. Darüber müssen wir, glaube ich, wahrscheinlich auch irgendwann nochmal reden, was aber kein Eintracht-spezifisches Thema zum Glück ist. Ja. Aber ja, Benatia auf jeden Fall und den Rainer Wendt, der bekommt jetzt schon einen Lifetime Award. Also ihr habt dieses Mal die Möglichkeit, bei vier Leuten auszuwählen, aus vier Leuten auszuwählen. Das ist doch mal wirklich was, ne? Genau. Schluss so. Mit dem Falschgeiz, ja. Genau. Ja, wir können auch, mir fällt jetzt ziemlich schon hier im Flash, ich kann auch noch einen fünften nennen. Ach, oh, jetzt geht's aber rund. Was ich auch lustig fand, ist, wie Julian Nagelsmann sich über die Stimmung in Hoffenheim beschwert hat. Er hat scheinbar vor mehreren Wochen gesagt, oh, guck mal, wir spielen uns so gut, wir sind oben dran. Hm. Die Leute sollen doch mal bitte ins Stadion kommen und dort ordentlich Radau machen. Das ist dann nicht geschehen. Dann hat er sich im Anschluss nochmal geäußert und hat gesagt, wenn er das doch schon fordert, dann versteht er das erst recht nicht, dass die Leute kommen. Ja, Herr Nagelsmann hier, das ist ja eine große Überraschung, dass in Hoffenheim nichts los ist. Das ist natürlich blöd. Und wenn sie das natürlich auch noch sagen, also sitzt der Fan daheim und sagt, oh, Hoffenheim, die sind ganz gut. Ich weiß aber nicht, ich gehe nicht raus. Ach, hier, der Julian hat gesagt, so, zieh die Sache an, hier, raus wieder, auf geht's, zieh die Schuhe an. Julian hat gerufen. Wo ich denke, was denkt er sich denn? Dass der irgendwie, wenn er einen Mund aufmacht, die ganze Region da mobilisiert oder was? Also, hä? Ich glaube. Der ist doch eigentlich ein sehr smarter Trainer, deswegen hat mich das sehr, sehr irritiert. Ich glaube aber, dass er seine Position durchaus falsch einschätzt, denn Julian Nagelsmann ist jemand, der im professionellen Fußballgeschäft zwar durchaus anerkannt ist, bei der breiten Bevölkerung aber nicht so viel Ansehen genießt, um es mal milde zu formulieren. Denn da ist er halt immer noch ein kleiner Milchbubi. Ja? Und er hat halt kein großartiges Profil. Also daran muss er wachsen, bevor dann irgendjemand sagt, ach guck mal, der hat gesagt, dass ich durch mein Stadion gehen soll, dann gehe ich ins Stadion. Das sind Leute, das kriegen vielleicht Leute hin wie Völler damals oder so, oder Beckenbauer. Ja. Aber bei Nagelsmann, ja, nee, glaube ich nicht. Und er ist halt auch ehrlich gesagt, wenn man mal sich das mal neutral zu betrachten, nicht der absolut charismatischste und nicht sympathischste Mensch, ja, den es gibt auf Gottes grüne Erde. Also da fehlt ihm schon noch einiges und vielleicht sollte er einfach bei den taktischen Analysen bleiben. Ja, denke ich auch. Gut. Haben wir denn Empfehlungen für diese Woche? Empfehlung. Ich kam leider immer noch nicht dazu, das Buch zu lesen, sonst hätte ich das jetzt vielleicht empfohlen. Stimmt, ja, Bücher. Wir sind momentan alle so viel am Podcasten, ja, da geht sonst nicht viel. Ne? Das ist immer so ein bisschen problematisch. Aber Basti, erzähl mir doch mal ganz kurz, ihr habt ja gestern eure neue 93-Folge rausgehauen. Ich habe sie mir noch nicht angehört, aber was hat es denn mit diesem Titel auf sich? Das klang ja sehr, ja, wie soll ich sagen, literarisch fast, literarisch. Im Keller von Paris, oder was? Ja. Ja, es ging darum. Ja, das müsst ihr aber leider hören. Das kann ich, glaube ich, hier nicht spoilern. Okay. Es hat was mit Max vom Rasenfunk zu tun. Okay, alles klar. Also, aber du musst es auch nicht ganz anhören. Du musst ja eigentlich nur die ersten zwei Minuten anhören, dann weißt du schon. Alles klar. Okay, also zumindest die ersten zwei Minuten im Zweifel auch die ganzen, glaube ich, fast zweieinhalb Stunden waren es. Ne? Es war schon eine längere Folge. Zweieinhalb Stunden? Huiuiui. Ja, also, das geht immer. Das ist immer, im Endeffekt, also könnt ihr froh sein, dass ich manchmal dort ausraste jetzt, weil ich könnte jetzt hier nämlich auch nochmal zweieinhalb Stunden über Red Bull Leipzig reden, von daher seid ihr. Dass ich euch damit verschone, aber. Das müssen wir sowieso trotzdem mal wieder machen. Ich glaube, wir müssen alle mal gemeinsam so ein Best-of machen im Endeffekt. Und da kann ich eine Empfehlung aussprechen, denn das TK-Schland kommt bald, ja, vom 21. bis 23.07. Schaut da mal rein, wenn ihr da Lust zu habt. Wir haben uns jetzt hier schon einigermaßen zu einer Gruppe zusammengefunden. Ich habe jetzt in meinem blinden Optimismus jetzt schon mal ein Ticket mir für die Bahn geordert. Die anderen Luchse werden wahrscheinlich mit dem Auto runterfahren, ne? Aber das ist auf jeden Fall ein Event, was man sich dann mal angucken kann. Und ich will euch auch ganz ehrlich den Rasenfunk wieder ans Herz legen. Nicht, weil ich jetzt hier einmal mal wieder dabei war, sondern weil es wirklich eine Sendung ist, die einfach wöchentlich stattfindet im Endeffekt, wo sich sehr, sehr viel Mühe gegeben wird. Und der Max, der macht hier Woche für Woche was richtig Gutes mit dem Helmi zusammen. Und falls ihr noch nicht reingehört habt,
gebt euch das mal. Natürlich bin ich jetzt die Woche jetzt da gewesen, aber es gibt ja noch ganz recht, andere. Recht, deswegen sollen die Leute das hören. Es gibt noch ganz andere Frankfurt. Folgen. Ja, die haben ja auch ein breites Spektrum an unterschiedlichen Formaten. Also schaut mal rein. Ich denke, die Jungs freuen sich. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, da kann man mal sich ein bisschen kann man sich gemütlich auf seinem Sofa fläzen, weil ganz ehrlich, Leute, macht dir den Fernseher an, kommt nur Scheiße aktuell. Ich bin heute Wahnsinn, heimgekommen, gell? Bin heute heimgekommen, 19 ja. Uhr, ich hab kurz hier heute 19 Uhr geschaut, ne, also ja, das war's dann. Nachrichtensendung, danach, was, nur Scheiße, ja, was soll das? Das ist aber echt so, wenn ich jetzt manchmal, da kommst du irgendwie nach Hause, ja, und ich habe jetzt sogar noch ein bisschen mehr Zeit, dann machst du, da ist gar nichts. Also du kannst, wie gesagt, das Einzige, was ich im Kopf habe, ist 19 Uhr, guckst du heute, ja, und dann, ja. Das tut ja unfassbar weh. Also ich meine, ich habe dann durchgesäppt, ne? Und da war ja erstmal dieser Hafendingsbums danach beim ZDF. Und dann kommst du zu Vox, ja? Und dann ist wahrscheinlich das wirklich das höchste der Gefühle, dass du dann irgendwie eine Sendung siehst, wo es dann hier diese Kochsendung, das ist ja noch hier einigermaßen akzeptabel, wo die dann hier rumfahren. Wie heißt diese Kochsendung? Wo die dann genau, perfektes Dinner. Das ist ja noch vollkommen, also würde ich sagen, vollkommen in Ordnung im Zweifelsfall, ne? Aber meine Güte, danach kommt diese komische Promi-Sendung, wo sie über das Gewicht von irgendwelchen Prominenten lästern. Alter, wir sind im Jahr 2017, was ist das fucking Problem mit euch? Weißt du, wenn irgendeine super Schauspielerin halt 10 Kilo mehr auf dem Rippen hat, dann sieht die halt immer noch gut aus, so, ja? Also meine Güte, macht mich komplett wütend. Ich habe dann auch gesagt, hier, Sabrina, mach bitte einfach mal den Fernseher aus. Das geht gar nicht. Das ist ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm, ja? Und dann das ist echt übel. Also insofern kann ich euch wirklich Podcasts, um den Bogen wieder zu spannen, wirklich nur ans Herz legen. Wenn ihr Wrestling-Podcasts mögt, dann hört auch mal beim morgigen Ringfuchs rein. Wir haben nämlich morgen eine neue Sendung. Jetzt was ist das Thema? Das Thema wird sein, das kann ich jetzt hier exklusiv schon spoilern, das Thema wird Overachiever sein. Das heißt also Wrestler, von denen man nicht erwartet hätte, dass sie viel erreichen. Es gab ja immer Leute. John Cena? John Cena nicht, habe ich nicht gesagt. Interessanter Punkt, nee. Aber vielleicht. Ich erinnere mich an die Anfangszeit, weil ich muss jetzt hier mal eins gestehen. Ja, ja. In der Anfangszeit von Cena fanden ja alle blöd, als er immer noch da so reingekommen ist, wo er dann immer noch diese Freestyles da gemacht hat. Ja. Und da war er wrestlerisch einigermaßen limitiert. Da muss ich sagen, da fand ich den noch geil. Also da fand ich das noch irgendwie, da habe ich ihn immer auch in diversen Foren auch immer verteidigt und habe dafür echt viel Prügel eingesteckt. Und von ihm hätten, glaube ich, viele nicht erwartet, dass er so durchstartet. Als er dann so durchgestartet ist, ist er mir dann auch auf den Sack gegangen. Mittlerweile kann ich gar nicht mehr verstehen, warum ich ihn immer gut fand. Ja, das ist halt dann diese Problematik, die man dann öfter hat. Ja, aber Cena habe ich... Ja, aber Goldberg ist doch wohl dabei. Goldberg ist auf jeden Fall, wird kurz erwähnt. Länger wird Daniel Bryan erwähnt, ne? Also, weil Daniel Bryan... Ach so, meinte das. Ach so. Also ja, Leute, nee, dann habe ich es verstanden. Aber ich und den du nicht erwartet hättest, aber die es dann trotzdem verdient haben. Genau, aber ich habe jetzt eher gedacht, du meinst Leute, die, wo du denkst, hier, der kann ja gar nichts, wie kann der da in die Spitze kommen? Und haben wir übrigens auch. Genau, weil ich bin anders an die Sache herangegangen. Ich habe gesagt, ja, Leute, die, wo du es nicht erwartet hättest, aber die viel erreicht haben wie Daniel Bryan. Aber der Jesper hat dann gesagt, hier, aber es gibt noch die andere Seite. Es gibt die Leute, die zum Beispiel auch gut gepusht wurden und so weiter und so fort. Genau. Ne? Wie Goldberg. Genau, wir haben beide Seiten thematisiert. Es wird also ein bisschen über eine Stunde gehen. Also könnt ihr morgen reinhören. Morgen früh kommt es in den Podcatcher. Und der Eintracht-Podcast kommt sogar heute Nacht noch in den Podcatcher. Also ich werde mich jetzt gleich noch ransetzen. Mhm. Ich glaube, wir haben es für heute. Oder habt ihr noch Themen, die ihr besprechen wollt? Wenn, über Leipzig wollt ihr scheinbar nicht mehr reden hier, ich bin bereit hier. Nee, aber können wir mal, wenn die Eintracht gegen Leipzig spielt, bis dahin habe ich mich auch wieder beruhigt. Auf jeden Fall. Das ist noch eine Weile hin. Das ist noch eine Weile hin. Ja, dauert auch eine Weile, bis ich mich beruhigt habe. Ja, aber das wird dann, glaube ich, der absolute Abriss-Podcast, ja, ich denke, je nachdem. Da machen wir live betrunken. Irgendwo. Eine Vorher-Nachher-Folge. Genau. Und dann schreien wir nur noch rum. Ja, und dann hören der Dennis und ich hören uns dann am nächsten Tag an, was wir überhaupt erzählt haben. Ja. ganz normaler Tag also, ja? Genau. Nur, dass wir es diesmal festhalten und wir uns sehr gut. Schämen werden, was wir alles in dem Podcast gesagt haben. Oh je, oh je, oh je. Ja, auf jeden Fall. Also, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also, zu der Red Bull-Thematik wird es auch bei uns nochmal einen schönen Beitrag geben, schön in Anführungsstrichen, denn so wirklich positiv ist, glaube ich, die Haltung generell nicht. Ich meine, wenn der was die sich regelmäßig darüber zurecht aufregt. Sieht die Situation bei uns auch nicht ganz anders aus. Aber das machen wir ein andermal. Ansonsten würde ich mich jetzt nochmal bei den ganz vielen Leuten bedanken, die uns immer fleißig
die immer fleißig spenden. Jetzt will ich mal ganz kurz herausgreifen. Das hat mir der René aufgetragen. Besonders danke an die Leute, die in den letzten Wochen so viel gespendet haben, wie der Malte, Emanuel, Thorsten, Michael, Stefan, Alexander, Patrick, Stefan, nochmal, also es gibt mehrere Stefans, meine Güte, ist ja der herausragend. Der Ruben hat einen sehr schönen Vornamen und die Caroline, vielen Dank. Vielen Dank auch die, die uns jetzt heute wieder zugehört haben. Ich würde sagen, wir machen den Deckel zu für heute Abend und hören uns nächste Woche wieder in gewohnter Stärke, dann vielleicht mal wieder mit dem René an den Steuerreglern. Ich sage tschüss, macht's gut und bis bald. Tschüss. Seid ihr bei dem Ding auch immer so Kopfnicker? Ja, ja. Ich hab's genau eben auch beobachtet, wie ich da gesessen habe. Ja. Wenn man es auch so geil über die Kopfhörer noch hört. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ist echt lässig. Ist echt nicht schlecht. Ich finde es so schade, dass wir das irgendwie nicht irgendwie zum offiziell zum Download präsentieren können oder so. Ne? Das wäre ja echt eine ganz nette Sache. Mal auch kaufen. Naja, genau, das waren Kumpels von der Alex, die das damals gemacht haben, ne? Ja. Oder ein Kumpel, und der hätte das erst gemacht und irgendwann hat er wahrscheinlich einen Freund gefragt und der hat dann gemeint, ja, kannst du ja Geld mitverdienen oder so. Wir hätten dem auch Geld gegeben, aber irgendwie war er da nicht mehr bereit dazu. So, jetzt, ich mache jetzt mal den Stream aus. Vielen Dank für alle, die zugehört haben. Soll ich das mal regeln oder was? Ja, tschüss, genau. Tschüss, macht's gut. Genau. So, warte mal, mache ich erstmal kurz den Stream aus. Macht's gut, ciao, danke euch. Tschö. Jo, danke, danke. So, alles gut. Ja, lief doch einigermaßen gut jetzt, ne? Das hat ja mal richtig gut geklappt jetzt mit dem. Ja, wollte ich gerade sagen, Marvin, bis jetzt hast. Ich glaube, die ich speichere. Ja, lief sehr gut, auf jeden Fall. Ja. Ich speichere schnell.